Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Wie versprochen gibt es heute die Auflösung meiner Adventskalender vom ersten Türchen bis zum sechsten. Heute ist Nikolaus und das sechste mache ich mit euch gemeinsam auf. Ich habe ja drei Stück. Ich zeige euch die mal. Einmal den von Douglas. Ja, den von Douglas habe ich einmal. Ich musste eben nur gucken, ob der auch denn drauf ist. Dann habe ich diesen hier von The Body Shop. Genau. Und einen selbstgebastelten von der lieben Franzi. Das sieht so aus. Also heute ist die 6 natürlich denn dran. Und ich bin schon gespannt drauf, was sie da so Schönes reingepackt hat. Sieht auf jeden Fall groß aus. Mal schauen. Und genau. Die Produkte, die jetzt in den einzelnen Türchen drin waren, zeige ich euch jetzt. Die sechs machen wir, wie gesagt, zusammen auf. Ich möchte euch aber vorab noch zeigen, die Franzi hatte mir noch ein paar aussortierte Produkte reingepackt gehabt. Und zwar von Aveo hier die Body Lotion Sweet Cherry. Dann noch eine Body Lotion von Aveo, diese Coco Vanilla Body Lotion. Waren so eine Limited Edition. Ich glaube, sie hatte mir die auch mal geschickt gehabt. Aber okay. Und dann hat sie mich gefragt gehabt, ob ich Interesse daran habe, weil ich ihr das mal zugeschickt hatte. Von Isana dieses Body Butter to Oil Teilchen. Und ja, genau, das verwende ich dann. Und genau. Dann lag noch einzeln hier drin so eine schöne Kugel. Finde ich auch sehr, sehr niedlich und wird auf jeden Fall an Weihnachtsbaum gehangen dann, wenn der denn steht. Genau. Und dann hat sie mir hier noch etliche Proben reingetan. Einmal von Yves Rocher. Diese. Dann nochmal Yves Rocher. Die. Dann zweimal dasselbe von Yves Rocher. So. Noch zwei, ja, das sind, denke ich mal, alles so Cremes oder Parfüm. Aqua de Parfum steht hier. Vielleicht ein Parfümtuch oder so. Die beiden. Und dann noch von Avon zwei Stück, diese beiden. Genau, werde ich austesten, mal probieren, was das alles so Schönes ist. Muss ich mir erstmal denn durchlesen, was das ist. Genau, jawohl. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Türchen. Und zwar mit Türchen Nummer 1. Da hatte ich, ich fange immer mit der Franzi an, würde ich sagen. Bei Franzi hatte ich diesen Badezusatz drin von Aveo. So, süßer Erdbeertraum. Ist also ein Sprudelbad, muss ich auf jeden Fall auch verwenden, weil die Maske, hatte ich ja euch schon im Aufgebrauch-Video gezeigt, die ist ja ausgelaufen und ich habe Angst, dass es halt denn kaputt geht. Das. Also verwende ich jetzt auf jeden Fall die Tage und die war ja auch drin und die fand ich ja super gut. Also das war natürlich Nummer 1. So, dann hatte ich im Douglas Adventskalender diese von Sys, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, Superfood for your skin, ja, Creme fürs Gesicht. So sieht die aus. Feuchtigkeitscreme, Prickly Pear, also Birne und Probiotik steht hier drauf. Gesichtspflegecreme, genau. Ja, die war da drin. Im The Body Shop Adventskalender hatte ich Juicy Pia, eine Handcreme. Ja, hier sind 30 ml drin, also eine schöne kleine Größe. Und ich würde sagen, die wird ruckzuck alle sein. Ja, genau. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 2. Bei Franzi hatte ich von Aveo diese Pflegedusche drin. Caribbean Spirit. Nee. Canadian Spirit, so nicht Caribbean. Canadian Spirit Limited Edition mit dem Duft nach holzigen Noten und Vanille. Genau.
Bin schon gespannt drauf. Ich hatte hier auch einige Bilder geschickt gehabt von Produkten, die mich halt interessieren von Müller. Und ich denke, da wird es auch einiges, also das heißt nicht alles, aber ein paar was, ein bisschen was von geholt haben. Dann war, Moment, achso, das war so ein Konzentrat beim Douglas Adventskalender von Systrem. Genau, das werde ich dann halt so als Ampulle nehmen oder so. Da sind 5 Milliliter drin und ja, ich denke mal so 2-3 Mal wird das schon reichen. Und bei The Body Shop war diese Gel-Lotion Pink Grapefruit drin. Ja, sieht auch sehr cool aus, sehr interessant aus. 60 Milliliter. Und ja, mal schauen, wann ich das halt denn so verwende. Ihr werdet das ja dann sehen in den Aufgebraucht-Videos, würde ich sagen. So, dann geht's weiter mit Türchen Nummer 3. Da hat sie mir hier diese Kürbisteelichter reingetan. Die schluppern sehr, sehr gut und bin ich schon gespannt drauf, wenn ich die verwende, ob die dann immer noch den schönen Duft dann abgeben. Und ich weiß gar nicht, woher sie die hat. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau. So, dann machen wir weiter mit Douglas. Da war jetzt diese Handcreme drin von Douglas Home Spa. So sieht die aus. Das ist jetzt Breeze of Amazonia mit Acai-Beeren und Maracuja-Öl. Ja, sind auch wieder 30 Milliliter drin und eine gute Größe. Ja, genau. Und bei The Body Shop war eine Badebombe drin in Strawberry. Ja, die kann ich dann auch verwenden. Riecht auch super süß und angenehm. Ja, bin ich schon gespannt drauf. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 3. Ne, 4. 4 haben wir ja schon. Da hat die Franzi mir eine super süße Handcreme reingetan mit der Eule hier drauf in der Duftrichtung Erdbeeren. Ja, riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut und wird bald benutzt dann. Dann hatte ich bei Douglas hier von Starskin, so, nicht Kin, Starskin, diese Augenpads drin. So sehen die aus. Also ganz normal unter der Augen. Biozellulose-Maske ist das. Genau. Ja. Kann man auch mal gut verwenden, wenn man jetzt nicht komplett eine Maske machen möchte und nur die Augen irgendwie was haben sollen. Ja, genau. Und bei The Body Shop war hier das Showergel drin. So sieht das aus. Das ist jetzt mit Balm Vanilla gewesen. Ja, auch 60 Milliliter drin. Genau. Ja. So, das waren. Da war Türchen Nummer 4. Jetzt kommt Türchen Nummer 5. Da haben wir das von Franzi. Da hat sie mir eine Lippenpflege reingetan von Aveo. Die Mandeljoghurt, das ist mit Farbe und Gloss. Ich weiß jetzt gar nicht, sie hatte mir auch mal welche zugeschickt gehabt, ob es die Sorte war. Kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber ist ja nicht schlimm, man braucht das ja immer. Deswegen. Beim Douglas Adventskalender waren hier diese drei Haargummis oder Kabelbinder-Haargummis von Invisibubble drin. Cozy Cashmere ist das die Farbe und ja, ein dezentes Graubraun würde ich jetzt sagen und passt eigentlich auch zu meinen Haaren, also ist nicht so auffällig dann. Und bei The Body Shop war hier diese Nagelfeile drin. Diese zwei Seiten hat das. Ja, kann man immer wieder gut gebrauchen. So eine Feile mag ich sehr, sehr gerne und deswegen war ich gar nicht mal so schlecht. So, genau, das waren jetzt die Türchen. Und jetzt machen wir das Türchen Nummer 6 auf. Fangen wir auch wieder an mit Franzi. Also super hübsche Geschenke hat sie mir da gepackt. Und wirklich, wer so ein Faible dafür oder wer dafür gemacht ist, sage ich mal, oder die Ruhe dazu hat. Also ich habe absolut nicht die Ruhe dazu, muss ich dazu sagen. Ja, also ich wundere, wenn das hier so krasselt, das packe ich jetzt gerade aus. Ich denke mal, das wird irgendein Geschenkset sein.
Jawohl. Wow, sehr, sehr cool. Das, also ein Geschenkset von. Moment, ich muss das mal ein bisschen drehen. So sieht das aus von Body and Soul. Das ist ja von Müller. Die Hammam-Serie. Ein Duschschaum und Body Mousse. Sehr, sehr cool. Danke, Franzi. Wie gesagt, ich habe von Body and Soul noch nie was gehabt. Und es hat mich schon immer sehr angesprochen, die Produkte. Genau. Ich muss mal gucken. Ich tue nur Hammam-Serie. Ja, auf jeden Fall bin ich da schon gespannt drauf. Sehr, sehr cool. Ich mag beides, also Cremeschaum und Duschschaum. Und ja, danke dafür auf jeden Fall. So, dann geht's weiter mit Douglas. Also diesen. Muss man mal gucken. Hier ist die 6. Ich muss mal gucken, ob ich das denn auch vom ersten Hieb vielleicht rausbekomme. Manchmal hatte ich jetzt schon Schwierigkeiten, aber nein, alles gut. Also falls er jetzt umkippt, nicht wundern. Da ist von Douglas jetzt diese Kiss in Curl Mascara drin. Mit Volumen und Curl, genau. Von der Douglas Eigenmarke. Ja, braucht man ja auch immer und finde ich gar nicht mal so schlecht. So, und als letztes haben wir ja von The Body Shop noch diesen. Da gucken wir mal, wo die 6 ist. Da ist die 6. So. Oh, ja. Ob ich das jetzt rauskriege? Ich hab's gleich. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwer, da rauszubekommen. Aber ich hab's. Und da ist jetzt von der Juicy Pia Reihe, also von der Burn Reihe, eine Body Butter drin. Ja, auch sehr, sehr cool. Hier sind 50 Milliliter drin, also eine kleine Variante, die man eigentlich schnell leer bekommt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ja, muss ich mal schauen, wann ich das halt alles verwende. Aber so nach und nach mal was aufbrauchen, fände ich gar nicht so schlecht. Ich kann die jetzt auf jeden Fall verräumen, dann die Produkte, dass die halt auch in Gebrauch kommen. Und ja, also bis jetzt war ich mit dem Produkt, was in irgendeinem Adventskalender war, super zufrieden. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, die zwei zu kaufen, so. Und den halt von Franzi. Wir haben das ja das erste Mal jetzt gemacht. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh darüber, über alle Produkte. Und ja, es ist jetzt wirklich nichts dabei gewesen, wo ich jetzt sage, das muss ich jetzt aussortieren oder so. Ja, auf jeden Fall danke an Franzi schon mal. Ich drehe nächste Woche dann nochmal ein Update. Da mache ich vielleicht auch mit euch dann wieder das Türchen an dem jeweiligen Tag dann auf. Und dann werdet ihr ja sehen, was da so Schönes drin ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet alles sehen. Ich habe ja euch gezeigt, welche Adventskalender ich habe. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!